Herzlich willkommen zur digitalen Beratungswoche 100% Beratung mit einem Klick. Das sind die Themen, über die wir heute sprechen. E-Mobilität, Wallbox für zu Hause und Ladekarte. Ihr Berater ist Diplom-Ingenieur Dr. Christoph Leitinger von der Energie AG. Herr Dr. Leitinger, schönen Tag. E-Mobilität, ein sehr zukunftsträchtiges Thema. Was macht Sie in diesem Themenbereich zum Experten? Ich bin seit 2007 bereits an dem Thema verbunden und seit 2011 im Unternehmen der Energie AG tätig. Beschäftige mich da mit verschiedenen Produkten und Dienstleistungen, vorwiegend zu dem Thema Ladelösungen, vom privaten bis zum öffentlichen Laden. Über all das werden wir in den nächsten Minuten sprechen. Welche Besonderheiten bietet denn die Energie AG beim Thema E-Mobilität ihren Kunden? Wir bieten dem Kunden Vorteile aus einer Hand, vom Strom, Gas und Internet, aus unsere Kernprodukte der Wärmeversorgung, genauso wie Entsorgungslösungen der Umweltservices bis hin Photovoltaik, Contracting-Anlagen und Erzeugung im Bundesland, regional bei uns in Oberösterreich. Das bietet alles dem Kunden sehr viel Sicherheit, ein Thema, das gerade in Zeiten wie diesen ja enorm wichtig ist, oder? Ganz richtig, die Nähe ist uns ein besonderes Anliegen. Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind dort, wo der Kunde auch vor Ort in Oberösterreich ist. Wir sind 100% Oberösterreich, kann man sagen. Und mit unseren Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass die Sicherheit der Versorgung Tag und Nacht 365 Tage im Jahr gewährleistet ist. E-Mobilität ist ja ein Thema, das schon seit längerer Zeit wirklich im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Welche Erfahrungen hat denn Ihr Unternehmen, die Energie AG, mit diesem Thema bereits gemacht? Die Energie AG ist ein langfristiger und langjähriger Partner zum Thema E-Mobilität. Wir haben seit über 10 Jahren Elektrofahrzeuge im Einsatz. Derzeit ist unser Fuhrpark mit 30 Elektroautos ausgestattet, die wir für Dienstfahrten jederzeit einsetzen können. Und haben sehr gute Erfahrungen gemacht zum Thema E-Mobilität. Gehen wir vielleicht ein bisschen ins Detail. Angenommen, ich möchte mir jetzt ein E-Auto kaufen. Worauf muss ich denn achten? Was ist besonders wichtig? Prinzipiell unterscheidet man ja bei der E-Mobilität zwischen zwei Fahrzeugtypen. Die reine E-Mobilität, wo der Antrieb rein aus elektrisch erfolgt und die aus der Batterie heraus getrieben wird, und Plug-in-Hybride, die zum Teil elektrisch unterwegs sind, die 50 bis 100 Kilometer elektrische Reichweite bieten und darüber hinaus mit einem Verbrennungsmotor fahren. Wichtig ist, dass das Fahrzeug, das angeschafft wird, mit dem Nutzerverhalten zusammenpasst und dementsprechend das passende Produkt gewählt wird. Da wäre jetzt zum Beispiel meine erste Frage, wie weit komme ich denn überhaupt mit einem E-Auto? Was ist so eine übliche Reichweite? Die praktische Reichweite liegt bei 300 bis 500 Kilometer bei den neuen Fahrzeugen. Das sind große Batterien zwischen 40 und knapp 100 Kilowattstunden verbaut. Das ist schon sehr praktisch und praxisüblich, dass man den täglichen Bedarf erfüllen kann. Für die Langstrecke sozusagen auf den Urlaubsfahrten werden wir sozusagen dann auch noch eine Schnellladeinfrastruktur brauchen. Jetzt ist das natürlich eine etwas größere Anschaffung, wenn ich in ein E-Auto investieren möchte. Auf welche besonderen Punkte muss ich denn beim Kauf, bei der Anschaffung achten, um nachher nicht vielleicht eine böse Überraschung zu erleben? Also, wie angesprochen, das Nutzerverhalten ist ganz wichtig. Und zum einen und zum anderen sollte auf jeden Fall das Drehstromladegerät 11 kW für die Elektroautos an Bord sein. Das haben nicht alle Autos, es wird zunehmend zum Standard, aber das sollte auf jeden Fall beim Kauf beachtet werden. Ein großes Thema beim E-Auto ist natürlich das Laden. Kann ich mein E-Auto eigentlich auch zu Hause aufladen? Kann ich vielleicht sogar meinen eigenen Solarstrom dafür verwenden? Genau, also unsere Ladelösung, unsere Wallbox-Lösung zielt genau darauf ab, dass Sie eine intelligente Möglichkeit haben, mit einer Photovoltaikanlage oder mit einer Smart-Home-Steuerung zukünftig Ihre Ladestation verbinden zu können. Dementsprechend sollte auch die Wallbox richtig ausgewählt werden, und auch bezüglich des Komforts geht es darum, dass man mit einem fix angeschlagenen Kabel die Ladestation ausführt. Dann ist es komfortabel wie an einer Tankstelle die Ladestation zu bedienen, und man kann das Kabel, das im Auto dabei ist, im Kofferraum belassen für unterwegs und in der Garage sozusagen nur zur Wand
gehen und das Kabel abnehmen. Sie haben jetzt die Wallbox angesprochen. Ich würde sagen, wie so eine Wallbox funktioniert, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Wallbox der Energie AG stammt aus dem Hause Keber und ist somit ebenfalls regional in Oberösterreich verwurzelt. Die gängigste Ausführungsvariante ist die Wallbox Connect mit standardisierter Typ-2-Ladebuchse. Diese Ladestation eignet sich bestens für die Ladung zu Hause in Wohnanlagen oder auch für Fuhrparklösungen bei Unternehmen. Sie ist für den Innen- und Außenbereich geeignet und verfügt neben der LED-Betriebsanzeige auch über ein Energiezähler-Display. Darüber hinaus ermöglichen intelligente Schnittstellen zum Beispiel auch den Betrieb in Kombination mit Photovoltaikanlagen oder die Smart-Home-Integration. Mit der optionalen Funktion der RFID-Freischaltung können Ladeberechtigungen vergeben werden. Wahlweise kann die Wallbox mit integriertem Ladekabel ausgeführt werden, wodurch der tägliche Ladevorgang noch komfortabler wird. Ja, so sieht sie also aus, die Wallbox, Herr Dr. Leitinger. Was mache ich denn jetzt, wenn ich nicht in einem Einfamilienhaus wohne, sondern vielleicht in einem Mehrparteienhaus und mein Auto steht in der Tiefgarage? Für diesen Fall bieten wir ebenfalls schon Ladelösungen an. Dort wird mit dem Wohnbauträger eine Basisinfrastruktur geschaffen, die nachher ermöglicht, den einzelnen Ladepunkt entsprechend der Anschaffung vom Elektroauto nachzurüsten. Und diese Lösung setzen wir in Kooperation mit den Wohnbauträgern um. Das heißt, wenn ein Bewohner einer Wohnanlage den Bedarf hat für ein Elektroauto, zur Hausverwaltung gehen, zum Vertreter des Wohnungseigentümers. Und dementsprechend können wir mit unseren Wohnungsmanagern die Ladelösung dort auch anbieten. Auch immer mehr Unternehmer setzen ja auf E-Mobilität. Was haben die für Möglichkeiten, ihre Fahrzeuge aufzuladen? Beim Unternehmen steht im Vordergrund, dass zumeist der Fuhrpark oder Mitarbeiter ein Elektroauto bekommen. Dort gilt es sozusagen, die Daten korrekt zu erfassen, die Ladestation möglichst wartungsarm und aufwandsarm für den Arbeitgeber oder das Unternehmen sozusagen umzusetzen. Dort ist unser Dienstleistungspaket zusammenfassend so gestaltet, dass wir von der Fernanbindung der Ladestation, von den Wartungsarbeiten im Softwarebereich bis hin zur Datenübermittlung an das jeweilige Unternehmen alles in ein Paket zusammen anbieten. Jetzt haben wir möglicherweise Zuseher, die sich denken, gut, ich habe aber weder zu Hause noch im Unternehmen die Möglichkeit, mein E-Fahrzeug aufzuladen. Was machen die? Die haben nicht unbedingt die besten Startvoraussetzungen für die E-Mobilität, weil ein primärer Ladepunkt zu Hause oder am Arbeitsplatz sicher eine gute Voraussetzung ist, um das Auto lange und mit ausreichender Zeit mit geringer Leistung laden zu können. Ansonsten steht auf jeden Fall das öffentliche Ladenetz zur Verfügung. Auch dort kann das Laden durchgeführt werden. Und fürs öffentliche Laden gibt es eben mehrere Produkte, auf die wir noch eingehen. Ich sehe schon, das Aufladen ist ein großes Thema bei E-Fahrzeugen. Sehen wir uns die Möglichkeiten doch noch einmal im Detail an. Der Ladevorgang ist leicht erklärt. Zunächst ist die Ladeklappe am Fahrzeug zu öffnen. Das Ladekabel wird mit der Station verbunden oder man nutzt das bereits integrierte Kabel der Wallbox, um danach fahrzeugseitig anzustecken. Mit der RFID-Ladekarte wird die Berechtigung zum Laden geprüft und es erfolgt die Freischaltung. Der Ladevorgang beginnt, das Fahrzeug wird geladen. Zum Beenden der Ladung wird das Fahrzeug entsperrt und zuerst fahrzeugseitig und dann stationsseitig das Ladekabel abgezogen. Ja, das sind also die Möglichkeiten des Aufladens, privat als auch im Unternehmen. Was mache ich denn jetzt, wenn ich aber weder zu Hause bin noch im Unternehmen und ich muss trotzdem aufladen? Genau dafür ist das öffentliche Ladenetz vorgesehen. Wir bieten in Oberösterreich Ladeinfrastruktur an, die wir selbst betreiben, gemeinsam auch mit Partnern. Und in einem österreichweiten vernetzten Ladenetz können unsere Kunden 4.500 Ladestationen nutzen. Unter dem Link www.energieag.at/ladenetz kann man all diese Ladepunkte auf einen Klick direkt sehen und den geeigneten Ladepunkt für sich auswählen. Zum Bezahlen sozusagen gibt es zwei Möglichkeiten, die Direktbezahlung und auch die Ladekarte, die gewisse Vorteile bietet.
Welche sind das? Was bringt es mir, wenn ich so eine Ladekarte habe? Die Ladekarte bietet einfach den komfortabelsten Ladevorgang. Er ist schneller, als selbst wenn ich mit einem Smartphone die Ladestation bedienen möchte. Ich habe die Möglichkeit, dass ich eine Monatsrechnung, eine übersichtliche Monatsrechnung zu meinen Ladevorgängen bekomme und nicht jeden einzelnen Ladevorgang getrennt vor Ort behandeln muss. Und das bietet in Summe ein attraktives Package, um nachher dann auch günstig und effizient laden zu können. Das schauen wir uns jetzt gleich an. So einfach ist das Laden und Bezahlen, nämlich mit der Ladekarte. Mit der Energie AG Ladekarte halten Sie den Schlüssel zu Österreichs größtem Ladenetz in der Hand, der zur Ladung bei über 4.500 Ladepunkten der Energie AG und ihrer Partner berechtigt. Unter www.energieag.at/ladenetz sind die einzelnen Stationen rasch gefunden. Mit der Ladekarte ist die Bedienung von Ladestationen besonders komfortabel. Die Karte wird am RFID-Lesefeld der Ladestation kurz bis zum Signalton vorgehalten. Nach dieser Überprüfung der Ladeberechtigung startet innerhalb weniger Sekunden der Ladevorgang. Darüber hinaus sind die Ladestationen der Energie AG mit einer Ladeanleitung ausgestattet, welche die einzelnen Schritte des Ladevorgangs auch vor Ort erklärt. Die Abrechnung erfolgt im Folgemonat, wenn alle Ladevorgänge eines Monats protokolliert sind und in einer übersichtlichen Rechnung per E-Mail dem Kunden übermittelt werden. Alle Details finden Sie unter www.energieag.at/ladekarte. Ja, so simpel geht das. Kann aber auch ohne diese Ladekarte bezahlt werden, zum Beispiel im Ausland. Genau, also wenn ich nur ganz seltene Ladevorgänge im öffentlichen Ladenetz durchführe, macht es Sinn, dass man vielleicht die Direktbezahlung der Ladestation nutzt. Da kann man einen QR-Code abfotografieren und mit dem Smartphone und der Kreditkarte den Zahlungsvorgang auslösen. Genauso das Ladenetz im internationalen Kontext ganz europaweit nutzen durch die Direktbezahlung. Kommen wir vielleicht noch einmal zurück zur Anschaffung des E-Fahrzeugs. Wie findet denn der Kunde, die Kundin, das individuell passende Modell? Die Automobilkonzerne haben jetzt wirklich in den letzten Jahren ordentlich nachgezogen. Fast alle Automobilkonzerne bieten ein Elektroauto oder Facetten von verschiedenen Modellen an. Die Batteriekapazitäten liegen zwischen 40 und 100 Kilowattstunden. Das heißt, da ist auch dann eine gewisse Bandbreite vom Premiumsegment und der Verwendbarkeit in der Breite sehr wohl vorhanden, um das richtige Produkt zu finden. Allgemein sollte man das Fahrzeug entsprechend seiner Bedürfnisse anschaffen. Wenn man generell das Auto regional nutzt, wird man vielleicht nicht das größte Batteriepackage benötigen. Und wenn man lange Strecken im Fahrprofil hat, sollte man wahrscheinlich nicht zu klein die Batterie dimensionieren. Gibt es für den Ankauf eines E-Fahrzeugs oder auch für den Ankauf der Wallbox Förderungen? Die Bundesregierung hat das neue Förderprogramm 2021 gerade jetzt im Februar erst veröffentlicht. Privatkunden können beim E-Autokauf 5.000 Euro Förderung bekommen. Die Ladestation selbst ist genauso gefördert, je nach Einsatzgebiet im privaten Bereich bis zu 600 Euro Förderung und wenn es in einer Wohnanlage, in einer Gemeinschaftslösung umgesetzt wird, bis zu 1.800 Euro, maximal 50% der anrechenbaren Kosten. Und genauso können auch Unternehmer Ladeinfrastruktur und Fuhrpark fördern lassen. Die genauen Details könnte man den Förderblättern auf unserer Webseite entnehmen. Herr Dr. Leitinger, vielen Dank für diese vielen Informationen. Ja, und wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, können Sie einen persönlichen Beratungstermin mit den Experten der Energie AG vereinbaren. Möglich ist das zwischen dem 20. und dem 26. März. Nutzen Sie dazu ganz einfach die Energie AG-Website unter www.energieag.at/für-sie-da. Dort finden Sie auch jede Menge anderer interessanter Themen. Einfach reinklicken. Wir freuen uns.